Hallo Leute, ich bin der Sip. Heute gibt es einen weiteren Real-Life-Vlog und heute gibt es einen weiteren alten Haus Murau, aber diesmal eine Anfrage. Alles klar? Ich bin heute noch in Wien, aber deswegen. Alles klar? Und zwar, heute gibt es eine Anfrage über Verlassen und so weiter. Alles klar? Und warum muss ich verlassen? Alten Haus Murau. Klar, weil leider kommen am 30. August ein neuer Mieter in meiner alten Haus Murau hinein und deswegen müssen wir leider verlassen. Alles klar? Und zwar, wir müssen so, dass wir alle Möbelreste und die alle Sachen mitnehmen nach Wien legen. Und zweitens, wir müssen schauen, dass wir auch sanieren, auch neue Farbe machen. Und drittens, wir müssen putzen und so weiter. Alles klar? Und a little bit auch am 4. ja, kontrollieren. Alles klar? Und zwar, wir haben so, dass wir beginnen über Sachen. Und zwar, zu einem, ich habe es so, das alten Haus Murau, habe ich die Überreste Sachen noch übriges und das muss ich legen nach Wien legen. Und die andere, das ist zum Beispiel die alten Küchengeräte und alten Masala, die schmeiße ich in den Schrottplatz und Mülltonne. Alles klar? Und warum alten Masala? Klar, weil leider ist ein Datum abgelaufen und so weiter. Alles klar? Und nach dem zum Beispiel Wegschmeißen und Schrottplatz, die anderen Sachen, die gute Sachen ist, habe ich mitgeholt und habe ich in Wien gelegt. Und schaut mal Leute, ich habe die Überreste Sachen in Wien gelegt zum Beispiel und habe ich in der Haustür, wo hier gelegt habe, wo instead. Alles klar? Und schaut mal Leute, auf der rechten Seite oben ist meine alten DJ-Geholt zum Beispiel. Das habe ich aus der, ja, you guessed it, die ehemaligen Oma-Zimmer, wo ich später auch die Gaming-Zimmer umgerüstet seit früher. Und deswegen habe ich mitgeholt und habe ihn in Wien gelegt. Alles klar? Damit kann ich später auch Musik hören und so weiter. Alles klar? Und nach dem, ja, zum Beispiel holen meiner alten Sachen aus Murau, werde ich dann gleich sanieren, diese alten Haus Murau, zum Beispiel Farbe und so weiter. Wir müssen erst die Wände zuspachteln, zum Beispiel wo die Löcher liegt, like Nagel und so weiter. Deswegen müssen wir die Wände zuspachteln, damit müssen wir reparieren. Alles klar, aber leider sind nicht schön, aber deswegen. Alles klar. Und für die Farbe von der Wände nehmen wir sogenannte weiße Wände und deswegen müssen wir alles auf weiß bleiben, damit das der schöne aussehen, diese Mieter. Und wir müssen auch unten reparieren die Fußboden. Alles klar. Und wenn es irgendwo kaputt, dann müssen wir einen neueren besorgen. Alles klar. Aber deswegen müssen wir reparieren und neu einrichten. Alles klar. Und nach der Sanierungsarbeit auch die Bodenreparatur. Dann kommt die letzte Information über Putzen. Da müssen wir putzen, wie zum Beispiel die Boden sowie Türe, Badezimmer, wo die noch die Farbe übrig ist und so weiter. Alles klar? Und wir müssen auch sauber machen, die alle Zimmer sowie auch Fensterflächen, auch diese Balkon und so weiter. Alles klar? Aber leider, meine Stimme sind immer noch Probleme, aber deswegen. Alles klar? Und das werde ich bald sanieren, die alten Haus Murau, bis am 30. August fertig zu werden und ab 30. August verkaufen. Alles klar? Und bis auf Kleinigkeiten, es gibt auch einen kleinen Schaden. Und zwar in der Küchenseite zum Beispiel ist ein Problem, dass nur ja diese Metallding ist, weil ohne Holz ist keine gute Idee und dann mal Problem. Und auch zweiten Schaden war auch ein Badezimmer, wo eine Tür war, da war auch Schaden. Und warum wurden beschädigt? Klar, weil leider war es so wegen Besuch und das wurden leider schade. Alles klar? Schreibt in den Kommentar, was ihr wollt und so weiter. Alles klar? Aber ihr könnt, was ihr wollt, auch selbst reparieren, aber kein Problem. Alles klar? Und ich picke meine Informationskarte, zum Beispiel Reparatur, wo die beschädigt ist und so weiter. Alles klar? Und wenn es auch fertig ist, dann müssen wir schauen. Und bis auf Kleinigkeiten, wir müssen schauen, dass wir auch die Überreste Möbel das nicht benötigen. Die lassen in alten Haus Murau hier, zum Beispiel die Klobereich, also die Möbel von der WC-Anlage, sowie auch diese Garderobe, die müssen auch bleiben. Und noch andere Möglichkeiten, die Satelliten. Alles klar, das könnt ihr, was ihr wollt, auch wiederverwenden, aber kein Problem. Alles klar, und nach dem ja, Sanierungsarbeit sowie auch Putzen und something different, dann haben wir so, dass die alten Haus Murau bis am 30. August ja, fertig zu werden und kommen das neue Mieter in alten Haus Murau hinein. Alles klar? Und wenn es fertig ist, müssen wir schauen, dass wir geplant werden. Alles klar?
Und das war die Anfrage über Altenhaus Murau, dass wir die sanieren, putzen und so weiter. Alles klar, über verlassen. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeitenanfrage über Altenhaus Murau. Wenn zum Beispiel die nach dem Verkauf oder Mieter gegeben ist, dann müssen wir schauen, dass wir am Oktober 2022 ein neues Haus besorgen oder am Juni 2023 auch ein Haus besorgen. Alles klar, das weiß ich nicht, aber das kommt bald. Alles klar, egal ob ein modernes Gebäude oder alten Gebäude, und das zeigen wir euch bald. Alles klar, wenn zum Beispiel ein modernes Gebäude habe, dann können wir zum Beispiel nur Möbel bauen und so weiter. Oder wenn wir zum Beispiel alten Haus besorgt habe, zum Beispiel über 20 Jahre ist, damit kann man zum Beispiel sanieren und auch neu einrichten. Alles klar, das geht auch, aber schreibt in die Kommentare, was ihr wollt und so weiter. Alles klar, und ich werde nicht vermissen, sondern auch wiederverwenden die alten Haus Murau. Das nicht in ja, die gleichen Haus wie diese, sondern da kommt später ein neues Haus und so weiter. Alles klar? Und das kommt bald irgendwann. Alles klar? Und das war eine Kleinigkeitenanfrage über planungsgemäß und so weiter. Alles klar? So, das war's in diese. Viel Glück und sehr glücklich sein. Wir sehen uns bei einem weiteren Video, nämlich bei einem weiteren Real-Life-Vlog. Und zwar, morgen kommen in zwei verschiedene Videos. Und zwar, morgen kommt eine U-Bahn-Video in Wien, wie zum Beispiel von Kagran bis nach Schwedenplatz mit der U-Bahn-Linie U1. Und das zeigen wir euch bald morgen zum Beispiel, egal ob mit dem V-Wagen oder der Überfall. Und das zeigen wir euch bald. Alles klar? Und nach dem Hochladen über U-Bahn Wien, dann kommt ein zweites Video über Real-Life-Vlog, wie zum Beispiel eine Anfrage, und das zeigen wir euch bald. Alles klar? Und warum ich gehe zum Beispiel U-Bahn Wien? Klar, weil ich habe es so, erst habe ich wieder Termin und zweitens gehe ich dann einer Sportstelle, zum Beispiel Sport- und Funhalle, aber das ist leider geheim, weil ich darf nicht raten, wie heißt diese, aber deswegen. Alles klar? Und nach dem werde ich dann schauen, dass ich geplant werden und zeigen wir euch einen weiteren Video über Real-Life-Vlog, zum Beispiel Planung und Informationanfrage. Alles klar? Und das kommt bald, irgendwann und so weiter. Alles klar? Und die Rest in diese Woche kommt eine ganz besondere Video und das zeigen wir euch ab nächsten Video und so weiter. Alles klar? So, das war's in diese. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Und wenn ihr wollt zu meinem Kanal abonnieren, dann vergiss ich auch abonnieren, was ihr wollt. Auch liken, wenn ihr diesem Video gefallen habt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr wollt, weil ich werde auch ein bisschen vermissen, die alten Haus Murau und so weiter. Alles klar? Und die Abschiedsvideo zeigen wir euch ab 30. August oder 31. oder am 1. September. Alles klar? Das kommt bald. Und das werde ich schauen. Alles klar? So, das war's in diese. Wir sehen uns bei einem weiteren Video, nämlich bereits einem weiteren Real-Life-Vlog. Und danke fürs Zuschauen bei Hasib Kasi und ciao Leute und hab schöne Tag.